So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. In der... Achso, Sammlungen. In der letzten Folge hatten wir irgendwas mit Beinhauses. Das Beinhaus von Telekar abgeschlossen, haben dort Telekar zum ewigen Schlaf verdonnert und haben Kalion, der Sohn von Vastachi und Telekar, befreit und der kann es hier ganz gemütlich hin und her reißen. Und wir werden genau hierhin in der heutigen Folge die Hauptquest weitermachen. Und ja, wir haben ja alle benötigten Relikte eingesammelt. Für die Bestätigungszeremonie für Königin Eiren und werden jetzt dem Milaras Bescheid geben, dass alles begonnen werden kann. Und da hoffen wir einfach mal, dass Königin Eiren nach dieser Zeremonie... Seid gegrüßt, Sera. Einen ja, Moment, komm, bitte. Geht nach Haus. Nein. Dass wir dann hoffentlich danach immer noch eine Königin haben. Weil diese Zeremonie... kann tödlich oder auch halt lebendig enden. Oh, sieht das schön aus. Ihr habt getan, was in Jahrhunderten nicht getan wurde. Alle Teile des Planetariums wurden in der Kammer platziert. Und Daranet erwartet uns unten. Ich muss zugeben, dass ich mehr als nur ein wenig aufgeregt bin. Ich habe das Planetarium noch nie arbeiten sehen. Was bleibt sonst noch zu tun? Nicht viel. Aber ihr habt außerordentliche Arbeit geleistet. Und gerade rechtzeitig für die Ankunft von Königin Eiren. Stellt euch vor, die Chance, das Planetarium funktionieren zu sehen. Konservatorin Daranet bereitet Königin Eiren vor, während wir sprechen. Was kommt als nächstes? Wir sollten wirklich dort rausgehen und anfangen. Die Bestätigungszeremonie führt sie schließlich nicht von alleine durch. Und soweit ich das verstanden habe, will Konservatorin Daranet persönlich mit euch sprechen. Ja, und die Tarinwindig steht immer noch da. Wie am Pranger. Ich werde Konservatorin Daranet beim Planetarium treffen. So, wo muss ich da hin? Wie komme ich zum Planetarium? Achso, ich muss einfach die andere Tür nehmen, okay. So, da wären wir. Erdgeschoss. Okay. Hä, wo ist denn das? Ach, ich glaube, das war ja sogar... Ja, das war gar nicht im... Also schon im Baum drin, aber nicht hier drin, sondern... woanders drin. Denn, genau, ich muss nämlich jetzt hier hoch. Beruhig dich, Spiel. Oder warte, muss ich hoch? Ach ja, genau, hier hoch muss ich. Und bezüglich des Planetariums von Oseus, kann jemand wirklich behaupten, Anomaries wahre Absichten, seine Übertragung in ein Modell zu verstehen? Wissen wir überhaupt, wie viele Freiheitsgrade die Bewegung der einzelnen Arme besitzen? Morian Zenas Erläuterung über Beryl Dalmo. So, da wollen wir jetzt mal ganz schnell dorthin begeben. Nicht, dass wir das doch verpassen. Das wäre natürlich jetzt äußerst tragisch. So, wen haben wir hier? Unerhört. Ich bin ein Vizevogt der Altmeri, ein Assistent des Prinzen Nemon persönlich. Weshalb darf ich an der Zeremonie nicht teilnehmen? Das Planetarium wurde seit einem Jahrtausend nicht mehr aktiviert. Es könnte reibungslos funktionieren. Oder es könnte explodieren. Ich werde mit Daranet sprechen, wenn ihr unbedingt dabei sein wollt. Ich... bei näherer Überlegung könnte ich wohl doch an der Tür warten, um Hilfe zu rufen. Falls etwas schief läuft. Ja, das wäre gut. Es wird nicht viel zu sehen geben, da bin ich sicher. Die Aileiden waren bekannt für ihre glühenden Kristalle, also schätze ich, dass es nicht mehr als ein paar helle Lichter geben wird. Das klingt recht trostlos.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eure Zeit überhaupt wert sein wird. Naja, das will ich dann entscheiden. Ich muss euch für die Gelegenheit danken, das Planetarium so wie in alten Zeiten funktionieren zu sehen. Es ist alles so aufregend. Ja, das kann ich mir vorstellen. Haben wir hier noch jemanden? Nein. Haben wir auch niemanden? Okay. Müssen wir vielleicht noch ein paar Dialoge abstauben? Ah. Kleiner Bruder, ihr solltet hier nicht dabei sein. Daranet hat uns vor den Gefahren gewarnt. Ich werde meine Familie nicht im Stich lassen. Mein Platz ist in eurem Schatten, so wie immer. Ich weiß, das fällt euch alles nicht leicht. Im Gegenteil, heute soll das Dominion sehen, warum eine Hochelfin geeignet ist, ganz Tamriel anzuführen. Früher stieß mir eure Zuversicht immer übel auf. Aber heute ist sie beruhigend, seltsamerweise. Entschuldigung, angenommen. Spiel. Ein eileidisches Artefakt, vermutlich von den Göttern berührt, wird meine Schwester als würdig ausweisen, die Kaiserin ganz Tamriels zu werden. Aber das ändert wenig. Es wird immer die geben, die ihr Recht zu herrschen in Frage stellen. Das stimmt. Prinz Nämon sagt, dass man euch dafür danken muss, dass die Bestätigungszeremonie ohne Verzögerung stattfindet. Das war gar kein Problem, all die Relikte zu finden, Eure Majestät. Unsinn, es war ein großes Problem. So etwas vergisst man nicht, besonders wenn man eine Königin ist. Okay. Dominion-Soldat, haben wir sonst noch irgendjemanden, den wir belauschen können? Ich sorge dafür, dass alle wie verlangt den Raum verlassen. Aber ihr müsst nicht hier sein, Eure Hoheit. Als Kind habe ich mich immer reingeschlichen und das Planetarium als Klettergerüst benutzt. Ich würde mir doch nicht die Gelegenheit entgehen lassen, es in Betrieb zu sehen. Seid unbesorgt. Ich hätte euch gern an der äußeren Tür. Danke, Eure Majestät. Ich werde euch nicht im Stich lassen. Das tut ihr doch nie. Wie aufregend. Das Planetarium hat nichts getan, außer sich für Generationen zu drehen. Wer hätte gedacht, dass ich der König sein werde, der es wieder arbeiten sieht? Tja, und dann haben wir noch den Arzaret. Das Planetarium scheint ein schönes Gerät zu sein. Ich hoffe, es funktioniert. Das hoffe ich auch. Und wenn es das nicht tut, gehe ich davon aus, dass ihr den König beschützen werdet. Er ist gewöhnlich nicht so unvorsichtig. Okay, aber das ist doch gar nicht meine Aufgabe, das ist doch eure Aufgabe, oder? Du musst doch dann nur Königin Eirin beschützen, wenn überhaupt. Seltsam, euch nach Südspitz wiederzusehen. Nicht schlecht, nur seltsam. Aber unerheblich. Ich kann kaum glauben, dass wir dem alten Mädchen wieder Leben einhauchen werden. Und bevor ihr fragt, ich spreche vom Planetarium. Kann es von euch aus losgehen? Fast. Ihr habt die Dinge besorgt, die man für die Aktivierung des Planetariums braucht. Daher ist es nur gerecht, dass ihr sie nun auch an die richtige Stelle bringt. Und deshalb sollte ich es sein, der euch fragt. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Gut. Als erstes müsst ihr Rajins Umhang anlegen. In der Übersetzung heißt es, die Hände eines Gottes bewegen das Planetarium. Aber das ist nur ein Haufen Ebermist. Ihr müsst einfach nur an drei Orten gleichzeitig sein. Rajins Umhang sollte euch das erlauben. In Ordnung. Gebt mir Rajins Umhang. Nähert euch den Pfeilern hinter dem Planetarium selbst. Ihr müsst sie alle nacheinander aktivieren. Dabei solltet ihr eins nicht vergessen. Solange ihr Rajins Umhang tragt, kann euch nichts und niemand festhalten. Soweit ich das verstanden habe, erledigt es den Rest von ganz allein. Genau. Ich sag mal so, Rajins Umhang kann ich oder kann dieser euch. Dieser Haufen Moos und Schutt bestimmt also über den nächsten Kaiser. Das Planetarium ist uralt. Zeigt ein wenig Respekt. Ja. Vor allen Dingen nach dem, was ich alles gemacht habe. Boah, schaut euch die Arme an. Die Arme will ich auch haben. Ja, kann uns nicht, also Rajins von strahlender Pracht. Ich will doch nur mal kurz reden, Königin Eirin. Ja, denn vielleicht ist es soweit, Eure Majestäten, Eure Hoheit. Denn Rajins Umhang kann uns nicht in den Wahnsinn treiben, weil wir den sowieso viel zu kurz tragen werden. Weil General Endere hatte ja schon länger angehabt. Das ist es. Es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Was kommt als nächstes? Hier, nehmt das Herz von Anumarill. Platziert es bei dem Pfeiler neben unserem königlichen Publikum.
Das sollte dafür reichen. Das sollte wofür reichen? Das Planetarium erwecken. Was auch immer das wirklich bedeutet. Doch hab keine Angst. Diese Vorrichtung erlaubt es mir, seine Energien zu manipulieren. Das bedeutet, dass ich Königin Ayren schützen kann, sobald sie da hineingeht. Nun geht los und platziert das Herz von Anumarill. Wollen wir doch einmal sehen, ob sich die ganze Aufregung lohnt. Das hoffe ich doch. Seid ihr alle bereit? Und jetzt wird uns die aileidische Todesfalle verraten, ob ein Kaiser unter uns ist. Heute ist wahrlich ein bedeutender Tag. Nämon, nicht jetzt. Gott. Ayren, es gibt immer genug Zeit, um euch vor euch selbst zu schützen. Tada, der nächste Verrat. Wie könnte ich euch in dieser Vorrichtung euer Leben riskieren lassen, ohne sie zuerst zu testen, liebe Schwester? Wenn ihr Rajins Umhang tragt, werdet ihr niemals festgehalten werden. Es ist unglaublich. Ich kann den Weißgoldturm sehen. Ich... Nein! Was geschieht mit mir? Ich glaube, er ist kein Kaiser. Du hast mich getäuscht, Schwester! Ungeziefer! Alle miteinander! Ich werde euch alle töten! Na, ja, das werden wir erstmal sehen, ne? Ey! Ich wollte hier meine ultimative Fähigkeit anwenden und der hat einfach mich jetzt hier weggeschleudert. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, jetzt geht's richtig los. Hallo? Nein! Oh, der steht so doof hier. Nein! Der Turm! Er verblasst! Nämon, was habt ihr euch nur gedacht? Warum? Ich hatte keine Wahl, Eure Majestät. Was? Nein, ich... Warum sollte Nämon das tun? Ich hatte ihn doch zu einem Teil dessen gemacht, was wir hier aufbauen. Ich wollte ihm zeigen, dass es hier um mehr als nur unser Volk geht. Ich würde gern jeden Bewohner Tamriels als unser Volk sehen. Was hat das Planetarium mit ihm angerichtet? Das, wovon die Legende berichtet. Es hat die wahre Person in seinem Innersten enthüllt. Das, was es auch mit mir tun wird. Was meint ihr? Meint ihr, ich hätte hier eine Wahl? Ich werde das Planetarium betreten, so wie ich es den Leuten des Altmeri-Dominions geschworen habe. Ich muss erfahren, ob ich dazu geeignet bin, es anzuführen. Und falls ich es nicht bin... Ja, Eure Majestät? Falls ich eine Veränderung wie die meines Bruders erfahre... Ich darf auf keinen Fall zu einer Bedrohung für das Volk werden, das ich zu führen geschworen habe. Versteht ihr mich? Ich verstehe, Eure Majestät. Ich darf mich nicht verspäten. Ich muss sagen, dafür... Gut, ich meine, ihr Bruder ist jetzt tot, aber dafür ist es ordentlich verkraftet. Ich wäre auch... Darf ich auch mal dort rein? Ich will auch. Ich will auch sowas mal. Ich will auch mein wahres Innerste offenbaren. Ich bin ich selbst, nicht wahr? So scheint es, Eure Majestät. Was habt ihr im Planetarium gesehen? Ein friedliches Dominion. Die weise und gerechte Herrschaft über Tamriel unter dem Altmeri-Banner. Eine Zukunft, die ich zu errichten hoffe. Und euch, wie ihr an meiner Seite steht. Oh. Kommt und helft mir, diese Zukunft zu errichten. Ich werde niemandem sagen, was mein Bruder getan hat. So wie ich es sehe, starb er, als er mir helfen wollte, nicht als er meinen Thron einnehmen wollte. So kann man es natürlich auch interpretieren. Was nun? Er starb des Magnus. Was meint ihr? Was ist der Stab des Magnus? Ein mächtiger Gegenstand mit der Fähigkeit, Magie zu unterdrücken. Gefährlich, wenn er denn je in die falschen Hände fiele. Zum Glück ist er schon in unserem Besitz. Geht nach Marbruck im Osten von Grünschatten. Sprecht mit Hauptmann Sarandil über die Beschaffung des Stabs. Ich werde euch bald folgen. Ich sichere den Stab des Magnus, Eure Hoheit. Wir hörten Kampfgeräusche. Was mit Prinz Nämon passiert ist, war eine Tragödie. Ich hoffe, das klingt glaubwürdig. Ich werde es für den Rest meines Lebens sagen.
Ich werde bald nach Marbrook gehen. Vizefug Pelidil, ich möchte, dass ihr mit der Leiche meines Bruders vorausreist. Ihr werdet die Beisetzung vorbereiten. Ja, ja, Eure Majestät. Ich verstehe. Spart nicht an der Bestattung. Alle im Dominion sind dazu eingeladen. Jeder darf dem Helden die letzte Ehre erweisen. Sofort, Eure Majestät. Ich hatte meine Zweifel wegen Königin Ayren, aber nicht nach heute. Gute Reise, meine Freundin. Danke. Und da liegt er. Naja, Verrat in den eigenen Reihen. Ich meine, ich muss sagen, als ich das erste Mal gespielt habe, war ich schon sehr überrascht. Also ich hatte... Geschieht das gerade wirklich? Ich weiß nicht, was ihr meint. Ihr müsst das doch gesehen haben. Ihr kamt doch gegen Ende dazu. Die Königin sagt, ihr Bruder wäre als Held gestorben, also habe ich das so gesehen. Oh. Ich will nicht über den Ausgang nachdenken, wärt ihr nicht hier gewesen. Ihr habt den König beschützt. Ihr werdet bei den dämmerranken Waldläufern immer willkommen sein. Hm. Ja gut, ne? Vielleicht habt ihr recht. Mit was? Naja. Ist halt sehr bescheiden, ne? Aber wenn die Königin sagt, dass ihr Bruder als Held in Anführungszeichen gestorben ist, dann ist es so gewesen, auch wenn wir alle wissen, wie es wirklich geschehen ist. Aber ich glaube, das würde jetzt auch für die Khajiit bzw. für die Bossmen nicht ja, von Vorteil sein, beziehungsweise glaube ich, würde es mehr Unfrieden reinbringen in die Allianz, wenn die eigene Familie die Königin verrät. Es wäre nicht so von Vorteil, wenn das jeder wüsste. Aber die Frage wäre natürlich, wovor muss Nemon sie schützen? Na gut, fürs Planetarium eventuell. Ob es wirklich funktioniert. So könnte man die Geschichte ein bisschen ausschmücken, aber naja. Aber muss Ayren selber wissen. Sie ist über 18. Aber von ihren innersten Reisen nicht mehr so viele übrig, ne? Ich meine, Estre ist weg, ihr Bruder ist weg. Dann war ja noch der Norion, Berater Norion, der ist ja auch jetzt, also schon ja eher... gestorben. Hat ja auch Königin Ayren verraten. Da bleibt jetzt nur noch Vizefug Pelidil, Rasumdar und wir. So. Und jetzt gehen wir den Bogen ab. Ihr habt den Bogen tatsächlich bekommen? Unglaublich. Hat Stork euch viel Ärger gemacht? Er war bereits tot. Er fand sein Ende in der Rankentodhöhle. Dann macht die Rankentodhöhle ihren Namen auch weiterhin alle Ehre. Es tut mir leid, das zu hören. Stork mag ein hinterlistiger Kerl gewesen sein, der nur Mist im Kopf hatte, aber er war mein Freund. Ich schätze, ich schulde euch, was mir der Baumtane für den Bogen bezahlt hat. Ich bin schon ein toller Dieb, was? Ja. Mal kurz gucken. Dann ist eigentlich nur noch da unten. Das und das. Da muss in die Richtung. Huch, nein, nicht in die Richtung. Sollen wir kurz gucken? Bitte hört mir nur einen Augenblick zu. Ja, nee, ich habe gerade keine. Es ist sehr wichtig. Ja, hier ist alles wichtig. Es ist so viel, was hier wichtig ist. Alle schreien und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich meine, Stuga hat sich schon lange nicht mehr blicken lassen. Und mich angefaucht. Dass sie schon so lange nach mir gesucht hat. Die war bis jetzt noch ganz erträglich. So, jetzt müssen wir nämlich hier hin, ne? In die Richtung, ja. Und dann müssen wir noch zum Rotfellhandelsposten und das Tagebuch abgeben. An Moramat.
Achso, das ist ein Spein. Ich dachte, was ist das denn für ein Tod, der irgendwie dort eingesponnen ist? So, dann wollen wir hier die ganzen Sachen abgeben. Was habt ihr da? Ein Buch? Hier, ich habe euch ein Buch über das kulturelle Erbe der Waldelfen besorgt. Dieses Buch? Es ist in Akaviri. Ihr meint, das ging auch. Wie wunderbar. Niemand hier wird je den Ursprung meiner Geschichten herausfinden können, wenn sie in einer fremden Sprache niedergeschrieben wurden. Mein Akaviri ist zwar etwas eingerostet, aber ich glaube, ich schaffe das schon. Ihr könnt gerne für meinen Auftritt bleiben. Ich bleibe vielleicht hier und höre euch zu. Aber nur vielleicht. Das ist noch kein Ja. Habt ihr sie? Ihr habt sie, nicht wahr? Oh, ich sollte mir keine Hoffnungen machen. Sie sind ins Meer gefallen, nicht wahr? Ich wusste es, ich habe immer Pech. Hier, ich habe eure Vorräte. Wunderbar, das ist alles, was ich brauche. Wenn in Antwort wieder alles im Lot ist, können sie mir die leere Truhe liefern. Ihr könnt gerne für die Show bleiben. Ihr habt freie Platzwahl. Vielleicht sehe ich mir eure Show an. Ihr werdet ihre es Show. Nicht bereuen. Außer ihr hasst Aufführungen. Dann werdet ihr es bereuen. Aber hoffentlich gefällt es euch. Wir werden sehen. Und da ist er weg. Ich heiße euch alle willkommen. Ich bin Vindare, die Prachtvolle. Diese Darbietung ist jemandem im Publikum gewidmet, der dabei geholfen hat, die Vorstellung zu retten. Ich möchte diese Person nicht beschämen, aber sie weiß schon, wer gemeint ist. Und nun möchte ich euch meinen Assistenten Sulimir vorstellen. Kommt heraus, Sulimir. Begrüßt das Publikum. Diese Bauerntölpel? Lieber fresse ich Gras. Wie könnt ihr so etwas Schreckliches sagen, hier in Gratwald? Aber vielleicht finden wir eine Möglichkeit, euch entgegenzukommen. Was tut ihr da? Nein! Das ist besser, oder? Ha, cool. Wisst ihr, so ist er vielleicht etwas weniger störrisch. Gut, wir hatten unseren Spaß. Es wird Zeit, meinen Assistenten zurückzuverwandeln. Sulimir, kehrt zurück zu eurer wahren Natur. Ihr Schwachkopf. Ihr habt meine Pläne durchkreuzt und jedem in diesem verdammten Land meine wahre Gestalt offenbart. Sulimir, ihr wart die ganze Zeit über ein Dremora. Ich werde nicht zulassen, dass ihr diesen wunderbaren Leuten Leid antut. Ihr glaubt, ihr könnt mich aufhalten? Nein, lasst mich! Und nun zum Rest von euch. Ihr habt eines vergessen, ihr üble Kreatur. Und das wäre, ihr sterblicher Wurm? Das Volk von Gratwald ist eng mit dem Wald selbst verbunden. Und ihr könnt der Macht des Grünen Pakts nicht trotzen. Das darf nicht sein. Der Grüne Pakt ist nicht echt. Er ist echt genug, um euch in das Loch zurückzutreten, aus dem ihr gekrochen seid. Ihr alle, bindet euren Willen an den meinen. Gemeinsam können wir ihn bannen. Nein, nicht zurück ins Reich des Vergessens. Dank eurer Hilfe haben wir den üblen Dremora gebannt. Seht die Macht des Grünen Pakts. Ich hoffe, allen hat die Vorstellung gefallen. Ja, war sehr nett. Ah, da kommt schon der nächste Duell. Aber ist der wirklich ein Tremor gewesen? Nee, ich glaube, es war eine Show, ne? Ich glaube, ich habe gerade eine Geschichtsstunde verpasst, oder? Smaragdweber Argon und seine Elfenbeinlaute wurden unter der ersten Grateiche begraben, die von dem großen König Eplea, dem Begründer des Camoran-Throns, gepflanzt wurde. Doch darüber sprechen wir ein andermal. Nein! Vielen Dank. Nein, ich will das mit... Och Mann. Können wir es nochmal wiederholen? Ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Oh verdammt. Ich habe mir keine Geschichte angehört. Viel Glück bei der Suche nach den Schlammkrabbenaugen. Nur wenn ihr Zeit habt. Ich weiß, dass es nicht die tollste Aufgabe ist. Hier sind eure Schlammkrabbenaugen.
Jetzt schau sich das mal wieder einer an. Allein schon ihr Geruch scheint ihre Laune gebessert zu haben. Ich werde schauen, ob ich sie benutzen kann, um meine kleinen Freunde ordentlich zu motivieren. So, das guckst du mir aber jetzt so an. Wenn er was macht. Ich bin Cornar, ein Käferbändiger. Was soll das heißen? Vielleicht können es euch meine kleinen Freunde demonstrieren. Jetzt, verteidigt die Umgebung. Zurück auf eure Position. Um die Welt. Zurück auf eure Position. Zeigt uns eure Zwergenparodie. Zurück auf eure Position. Haben die gerade Verstecken gespielt? Und jetzt, meine Untertanen, umzingelt die Eindringlinge. Das war nur ein Scherz, Leute. Sie sind absolut harmlos. Außer ihr seid ein Grashalm. Tretet zurück, meine Lieblinge. Das war unsere Vorstellung, Leute. Sehr meine schön. Kleinen Freunde hier müssen sich vor ihrer nächsten Darbietung ein wenig ausruhen. Ja. Viel Vergnügen mit dem Rest von Sarandils Zirkus. Sehr schöne Aufführung. Ich hätte zwar wirklich gerne Geschichte mehr angehört, aber das habe ich zu spät geschaltet, dass wir dort hätten bleiben müssen. Würdet ihr euch die Schlange ansehen? Wir ziehen hier mehr Leute an als in Auridon. Was werdet ihr jetzt tun? Wir werden uns die Seele aus dem Leib spielen. Die Waldelfen werden sehen, dass es auf den Sommersendinseln nicht nur steife Politiker gibt. Kommt jederzeit wieder. Wenn die Nachfrage da ist, haben wir vielleicht bald neue Aufführungen im Programm. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das reisen wir nochmal dorthin. Und da werde ich auch von der fauchenden Katze begrüßt. Ach, ich liebe es. So, jetzt müssen wir mit der Ankanna nach Anähe sprechen. Wo ist denn die Tante? Dort. Hello. Hallo. Willkommen im Rotfell-Handelsposten. Wie kann ich euch mit eurem Import und Export behilflich sein? Ich suche nach einer vermissten Lieferung. Ich kann sie für euch aufspüren. Was war das vorgesehene Ziel? Baumschattenexporte. Ah, die Kiste. Ich habe sie selbst überprüft. Sie machte seltsame Geräusche. Ein Zirpen, wenn ich mich recht erinnere. Sie war eindeutig mit irgendwas verseucht. Also haben wir sie zur Entsorgung auf den Müllhaufen geschmissen. Das ist das Risiko für unsere Kuriere einfach nicht wert, versteht ihr? Wo ist sie jetzt? Etwas abseits bei den anderen beschlagnahmten Lieferungen, die vernichtet werden sollen. Ihr könnt sie mitnehmen, wenn ihr das Risiko auf euch nehmen wollt. Aber ich kann für eure Sicherheit nicht garantieren. Aber es ist eine Sache weniger, um die ich mich kümmern muss. Also nehmt sie gerne mit. Ich werde nach der Lieferung suchen. Wenn die Lieferung nicht schon vernichtet wurde, dann sollte sie auf dem Haufen beim Wasserfall liegen. Okay. Dann gucken wir uns das gleich mal an. Na, das sieht noch eher aus wie Quama, ne? Okay, ein Quama-Champion. Ich geh kaputt. Ich geh sowas von kaputt. So.
Okay, ich kann nochmal mit der Anikane sprechen. Oh, ihr schon wieder. Was braucht ihr? Ich habe die Lieferung gefunden. Sie war mit Qwama verseucht. Warum seid ihr damit hierher zurückgekommen? Weiß ich doch nicht. Ich dachte, ich hätte mich deutlich ausgedrückt. Ich will dieses Zeug nicht hier haben. Wir haben unser Geschäft abgeschlossen. Ja, okay, dann bin mal nicht so aggressiv. So unverschämt. Ihr habt dafür gesorgt, dass die Khajiit in Eldenwurz gehört finden. Ja. Vielen Dank, Wandlerin. Kein Problem, dafür bin ich da. Ach, das ist die Mine, ne? Ja. Gut, dann geben wir so das Tagebuch ab und dann reiten wir zu Entoras hin und sagen dem, was soll der Mist hier? Was habt ihr importiert? Ihr könnt doch gar keine lebenden Tiere importieren. Vor allem in so einer kleinen Kiste. Das geht überhaupt gar nicht. Das ist absolut unverantwortlich. So, guten Tag. Ach, als wäre es erst gestern gewesen. Keine Zeit für Narren. Ja, oh, ey, wenn ich den schon wieder höre, krieg ich schon wieder Puls. Gagak war ein dickköpfiger Narr. Ihn einfach von seinem Rücktritt überzeugen? Solche Weisheit. Wir könnten alle von euch lernen. Unsere Feuer stehen euch zur Verfügung. Egal ob Schmiede oder Herd. Ihr seid immer in Remans Trug willkommen. Danke. Ich habe dieses Tagebuch in einem Banditenlager gefunden. Es erwähnte euch mit Namen. Was? Mich? Lasst mich einmal sehen. Bei Malakats Oreichalkos Speer. Das Feuer war kein Unfall. Niemand schöpfte Verdacht, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte? Beide waren als schwere Trinkerinnen bekannt. Wir dachten, sie hätten einfach nicht mit einer Laterne aufgepasst. Die Weiber des Häuptlings hatten einen Ruf als Intrigantinnen. Ich wollte es nie so recht glauben, aber wenn es da nun geschrieben steht... Werde ich es dem Häuptling sagen? Der Verlust der anderen Weiber meines Mannes ist eine Tragödie, die sich erst unlängst abgespielt hat. Es tut unserem Dorf nicht gut, wenn man ihren Namen in den Dreck zieht. Bitte erzählt niemandem, was ihr herausgefunden habt. Ich werde es meinem Mann irgendwann sagen, wenn er dafür bereit ist. Okay, so, jetzt müssen wir kurz hier raus. Und, ja, toll. Gehen wir mal hier hin. Ja, zwar tun mir die 602 Goldmünzen leid, aber lieber so, als wenn wir jetzt nochmal 5 Minuten nur durchschreiten müssen. Muss ich hin? Und ein Geier. Oder ein Aasfresser, ich weiß gar nicht, was das genau war. Für ein Tier, außer dass es ein Vogel gewesen ist. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, was der Entoras für eine Ausrede hat, warum er einen Qwama nach Gradwald importieren wollte. Ansonsten hau ich ihn... Wie heißt hau ich ihn? Klitz und Klein? Ja, ich glaube, so war das. Oh, nee! Nee! Was ist das denn jetzt? Oh nee, okay. Dann würde man sagen, ich weiß jetzt nicht, wie lange das jetzt hier dauern wird. Aber ich beende einfach mal ganz entspannt an dieser Stelle die heutige Folge. In der nächsten Folge werden wir diese kürzliche Quest noch mitnehmen und dann mit Entoras reden und dem hier mal den Knüppel über den Kopf ziehen. Und werden uns dann nach Marburg zum Grünschatten geben. Ich habe immer... Irgendeinen Weg drin habe ich verpasst. Naja, egal. Ja, wir werden auf jeden Fall noch die Aufgabe und Entoras mitnehmen und dann nach Grünschatten nach Marburg reisen. Und ja, ich hoffe, dass ihr in der nächsten Folge mit dabei sein werdet und dass die heutige Folge euch gefallen hat.